Und damit herzlich willkommen zur 108. und wahrscheinlich letzten Folge. Wir haben uns jetzt hier beim letzten Mal am Ende der letzten Folge in das Grab hier von Baldar gecheatet. Bei dem... Genau, Blutspuren. Ah! Jetzt sehe ich es auch. Gut, man muss dann einfach hier irgendwie hochspringen. Hier wahrscheinlich nicht, sondern da. Yep. Okay, gut. Also ich war so gesehen fast richtig. Also das war ja meine zweite Vermutung, weil ich wusste, dass da eine Höhle ist. Und dann war ja auch die Rede von, dass man hier zu so einem Vorsprung muss. Aber auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, mir das mal ein bisschen von der Ferne anzusehen. Ob da jetzt zwei nicht eingefroren sind. Da! Da! Also wir haben hier einen göttlichen Beistand. Götterfunke, mit Gold nicht zu bezahlen, der Schatz der Götter. Klingonischer General, Sturmrufer Axt, der eisige Wind Dortmunds bekleidet den Träger dieser Axt. Dual-Doppelgänger, unbekannter Teleport, das Ziel ist unbekannt. Der Wein. Möchtest du noch einen Keks zu deinem Bein? Mana plus 1. Möchtest du noch etwas Wein zu deinem Keks? Helstier. Jäger. Oh, der hat einen Meisterbogen dabei. Okay. Und der letzte. Der Titan. Beljas Zorn. Belja zerschmettert deine Feinde auch durch dich. Ah ne, das sind sogar noch zwei Auftraggeber. Eine lange Geschichte. MacAdam, Armee der Furcht. Genau, die Armee der Furcht ist relativ witzig. Weil die Armee, wir trinken erstmal den Trank hier. Dann essen wir den Wein. Trinken den Wein und essen den Keks. Und haben dann hier eine Gruppenhypnose, die ist relativ selten. Die gibt es nur zweimal im Spiel. Und dann haben wir hier die Armee der Furcht. Und das sind jetzt einfach Häschen, die uns folgen. Und die geben uns auch noch nicht, mal Fleisch. Das heißt, die Armee der Furcht ist halt bloß so ein Gag. Generell, wie schon erwähnt, ist West Werste Guru einfach bloß ein Gag, weil jedes Mal, auch wenn das Spiel mal abschmieren sollte, dann kommt ein Werste Guru-Fehler. Eine lange Geschichte kann man auch kürzen. Okay. 8 Brüder waren wir. 8 im Kampfe gebettet. 8, die kämpften hier. 8 haben euch errettet. Er, der Guru, stand vor uns und keiner wollte zweifeln. Ohne die Ritter waren wir auf uns allein gestellt. Unsere Zeit war gekommen. Das Erbe unseres Großvaters würde hier und jetzt vollendet werden. Doch seid euch meiner Wunden bewusst, ich schreibe dies mit letzter Kraft, um mit der Welt unseren nahenden Sieg zu verkünden. Das größte Übel dieser Welt würde sich heute dem letzten Kampf stellen müssen. Nur der Tod einer der Seiten kann den Weg der Zukunft bestimmen. Auf die ein oder andere Art. Ich, göttlicher Beistand, werde den kommenden Kampf nicht überstehen. So bete zu deinem Gott und flehe für das bessere Ende. Flehe, dass du nie den Guru zu Gesicht bekommen wirst. Großvater, wir kommen.
Genau, und dann hat man jetzt hier diese Teleport-Spruchrolle. Und die bringt uns jetzt hoffentlich zum Guru. Und wie man sehen kann, ist man hinter dem könnte man vielleicht sogar hochspringen. Man ist auf jeden Fall hinter den Wasserfällen. Hat dann hier so Bugs. Und ja, genau, weil Gothic auch ein bisschen verbuggt war. Das war, wo hat man das jetzt hier hingekriegt? Hier. Genau, und jetzt ist er tot. Hat nur einen Druidenstab dabei und zwei Felsnesseln. Und 50 XP gab es für die Quest. Also es ist halt so eine... Ja, so eine Quest. Wenn man dann jetzt hier auf alle klickt, dann weiß man, okay, man hat jetzt... Ah, nein, 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 nein. Man hat alle außer zwei gelöst. Genau, also hier in dem großen Wasserfall ist der Guru im Prinzip zu finden. Und rein theoretisch hätte man ihn schon von Anfang an suchen können, weil es wahrscheinlich hier die Möglichkeit gibt, da hochzuspringen. Ja, das sieht sogar recht gut aus. Ja, mit ein bisschen... Sprungtalent kommt man hier recht gut hoch. Also wenn man von Anfang an weiß, wo er ist, kann man ihn auch einfach besuchen. So kriegt man natürlich durch zwei Goblin-Horden und durch die zwei Schrott-Horden doch jeweils Punkte. Und zu Zardas wollten wir tatsächlich mal noch gehen. Und wissen, was der jetzt dazu sagt, dass wir uns für Innos entschieden haben. Wie ich sehe, hast du dich für Innos entschieden. Ich bin der Kämpfer des Feuers. Ich denke, ich habe dich zu lange mit den Magiern und Paladinen allein gelassen. Nun, das Risiko war mir bekannt. Ich hätte nur nicht geglaubt, dass du dich so entscheidest. Wie auch immer. Mein Krieg ist vorbei, doch deiner fängt gerade erst an. Unsere gemeinsame Zeit endet hier. Es ist alles gesagt. Kämpfer des Feuers. Unglaublich. Ja. Da ist er nicht so happy drüber. Und ich überlege, was wir jetzt noch in der verbleibenden Zeit Cooles machen könnten. Und da wäre eigentlich meine Idee, dass wir von Ishtar mal nach Nordmar laufen zum Beispiel. Einfach um nochmal zu zeigen, wie groß die Map doch ist. Und wie lang man da läuft. Ja. Dazu kommt ja eine Leiche, kann man auch drüber laufen. Und ist denn jetzt hier in Ishtar, sind da jetzt eigentlich mal Nomaden angekommen? Zwei, drei Sklaven sitzen bloß rum. Also nichts Besonderes. Und dann machen wir uns jetzt mal einen Punkt aus, wo wir denn hinlaufen wollen. Also ich würde recht gern, wie gesagt, von Ishtar zum Beispiel zum Kloster laufen. Ja. Und da werde ich jetzt einfach mal noch eine zweite Stoppuhr aktivieren und würde sagen, wir laufen jetzt los und natürlich sprinten und unsere restlichen Tränke aufbrauchen. Ja, und können dann auch einfach nochmal die Musik genießen. Apropos Musik, ich
Geht dann jetzt nochmal lauter. Und weiter geht's. Ja, und damit haben wir das Let's Play von Gothic 3 beendet. Wir haben jetzt nur noch zwei Quests übrig. Wenn man auf alle geht, Kopfgeldjagd Purit, das ist aber halt ein Verbündeter von den Nomaden. Und dann Shakyo, der Wüstenlöwe, ist im Prinzip auch halt eine Nomade, deswegen werden wir den auch nicht umbringen. Wir haben jetzt alle Städte der Assassinen befreit. Wir haben alle, alle Orks getötet, also komplett Myrtana befreit. Der König ist happy, wir sind Erwählter Innos. Und warum laufe ich jetzt zum Kloster? Ja, um das Spiel zu beenden, war ja der letzte Auftrag im Prinzip eine Hauptmission für Innos. Und nein, halt, stopp. Mal echt aufpassen. Also für Innos, wir müssten eigentlich sogar die Quest da oben noch haben. Beziehungsweise für Innos war halt die Aufgabe... Ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, dass das jetzt auch schon weg ist. Aber man muss halt noch zu Innos gehen und ihm dann Bescheid sagen. Ey du, ja, ich habe jetzt hier deinen Auftrag erledigt. Und dann freut er sich. Und dann ist im Prinzip das Spiel zu Ende. Halt noch mit einer Zusammenfassung. Genau, und die Musik, die jetzt gerade kommt, ist eher weniger Varant-typisch. Ja. Aber wir werden später auch noch die Varant-typische Musik erleben. Genau, also Musik ist sowieso was, was mir bei Gothic 3 sehr gut gefällt. Dadurch, dass die auch mit einem Orchester komponiert wurde, ist sie halt auch sehr immersiv und hat auf jeden Fall, egal wo man ist und egal was man macht, einen Ausdruck dabei. Wobei halt am Ende es auch so Sachen gibt, wie gerade... Die Kampfmusik, die dann immer dieselbe ist, egal in welchem Gebiet man ist, das ist dann schon ein bisschen blöd. Aber jetzt wechselt die Musik mal wieder zur Weite der Wüste. Und das Vermächtnis. Okay, jetzt wechselt es wieder. Ja, es ist so ein bisschen eingebaut, halt so zonenmäßig. Und je nachdem, auf welchem Gebiet und welcher Zone man gerade läuft, dann wechselt die Musik halt. Warum jetzt der Weg nach Ishtar so relativ langweilig, Myrtana-mäßig gestaltet ist, weiß ich auch nicht. Weil das ist eher so die Myrtana-Musik, ja. Ganz klassisch halt. Der Timer sagt 3 Minuten. Und wir haben... Ja, Varant die Hälfte überwunden. Jetzt kommt mal wieder Wüstenmusik. Wenn es jetzt nicht wieder wechselt. Die Oasenwüstenmusik ist das. Ja, und ein Viertel vom Weg haben wir schon mal. Also schätzungsweise, gut, in Nordmar ist es relativ verwinkelt. Werden wir wahrscheinlich 15 Minuten laufen. Wir sind jetzt schon fast bei Praga. Hier nochmal ein schöner Blick über die Wüste. Also Gothic 3 ist von der Spielwelt her einfach schon sehr groß. Ja, das war dann auch das Problem, weswegen es relativ viele Bugs gab. Und es dann dazu geführt hat, dass sich der Publisher... Das war Chovod damals mit den Entwicklern, halt Piranha Bytes, zerstritten haben. Es waren so 2 Jahre Entwicklungszeit vorgesehen. Und das Spiel kam halt wirklich halbfertig auf den Markt. Was dann halt auch so zu Problemen geführt hat. Und jetzt haben wir die schöne Prager Musik, wenn man das erste Mal die Wüste betritt. Und dann wirklich mitkriegt, hey, ich bin jetzt in Varant angekommen. Und kann nun endlich...
durch den Sand mit meinen Füßen laufen. Gleich wird uns aber wieder die Musik von Myrtana einfangen. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass Varand ein bisschen mehr zu bieten hat, aber schlussendlich hat es uns ein kleines bisschen im Stich gelassen und so langsam dürften die Töne der Wüste enden und gleich Myrtana-Musik. Zusätzlich ist es ja noch so, wenn man bei Nacht jetzt läuft, dass eine andere Musik kommt, als wenn man am Tag läuft, das ist auch noch klar. Aber wir laufen sowieso die Nacht durch und schauen da mal. Ja, ich dachte eigentlich, die Höhle da drüben hatten wir auch bearbeitet, dass da immer noch Fleischwanzen leben. Ich laufe jetzt bewusst mal den längeren Weg aus rum und nehme nicht die Abkürzung durch die Höhle. Im Prinzip ist die Höhle ja sowieso nur so ein Querschläger. Da oben fällt mir gerade noch was auf. Okay. Ist einfach bloß so eine... Ja, da oben nochmal so ein paar Kaktusblüten und so. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Haben wir überhaupt eine Fackel dabei? Fackel wäre natürlich was ganz Cooles. Ja, dabei. Genau, da schnaufen die Snapper schon wieder. Und wir sind jetzt hier an der Stelle. Und kommen jetzt so in das Trelis-Gebiet. Ja, und generell kann man hier auch relativ das Spiel einfach weiterspielen und leveln. Weil man ja sieht, dass hier doch an der einen und anderen Stelle gerade jetzt hier Snapper gespawnt sind. Das Einzige, was jetzt halt nicht respawnt, sind jetzt irgendwie riesige Trollhorden oder sonst was. Aber selbst in Nordmar hat sie jetzt wirklich so gewirkt, als wären wir noch gar nicht dort gewesen. Ja, und das ist halt so der Sinn davon. Hinten sieht man schon den Tempel von Trelis. Und genau, wir laufen dann jetzt mal hier weiter. Jetzt ist die Frage, wie wir nach Silden gehen. Am besten über Geldern. Wir könnten auch am Fluss lang gehen. Aber ich denke, durch Geldern durch ist nochmal der sinnvollere Weg. Dann laufen wir nämlich auch gleich nochmal durch diverse befreite Städte durch. Auf der rechten Seite Trelis. Ja. Laufen wir aber nach links. Um im Prinzip am Bauernhof vorbei und auch am Druiden vorbei zu gehen. Und beim Druide waren wir noch gar nicht. Dem können wir jetzt theoretisch auch sagen, dass die Stadt befreit ist. Sodass der auch noch Bescheid weiß. Oben links dürfte dann gleich ein Lichtlein zu sehen sein. Die weiten Wiesen und Felder und Wälder von Myrtana und der kurze Ruckler. Ein kurzer Zwischenstopp bei den Waldläufern. Okay, haben wir gar nicht von ihm kriegen den Dialog. Ist in der Tat komisch. Gothic 3 läuft halt einfach auf einem Kern, das merkt man dann halt auch, weil man, ich habe ja eine Anzeige dafür, dass dann ein Kern halt relativ ausgelastet ist, meistens so 97-98%. Da müsste ich dann eigentlich korrekterweise sagen, dass die anderen Programme, die da jetzt drauf laufen, auch jetzt OBS und so, dass die halt dann im Prinzip nicht da drauf laufen. Kann man ja im Taskmanager recht einfach machen, indem man da die Threads zuweist. Das hat dann nämlich einfach den Vorteil, dass wir dann halt für das Spiel referiert die Performance haben, wenn sie es halt bloß einen Kern nimmt und das nicht aufteilt. Und hier leben sogar noch Orks. Das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Ich stoppe kurz die Zeit.
Und die Fackel. Also hier haben sie generell so ein bisschen vergessen, Lichtspots hinzusetzen. Ich sagte weg mit der Magie. Gute Entscheidung. Genau, wir wissen ja eh, wo wir jetzt standen. In dem Sinne gibt es eigentlich auch noch die Schwefelmine, die bestimmt jetzt auch noch Leute drin hat. Und dann die Wolfsmine, aber das lassen wir jetzt einfach mal und laufen mal weiter. Genau, und da drüben links sehen wir jetzt, da war früher mal die Paladinburg. Also hier war mal eine Paladinburg. Ist schon kleiner. Und schon wieder überall Gobos. Jetzt laufen wir hier durch diesen Tunnel. Und auf der anderen Seite sind wir dann schon zumindest bei Silden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir für Nordmar mitunter nochmal relativ lang brauchen werden, weil Nordmar halt einfach verwinkelt ist. Und da auch eine große Anzahl von Monstern wartet. Welchen Pass gehen wir am besten? Ja, also Faring wäre halt viel zu weit. Ich würde schon diesen Pass da, der relativ nah am Hammerclan ist, bevorzugen. So, dann laufen wir jetzt schon zum 100. Mal hier lang, weil wir sind ja jetzt schon zweimal hier lang dreimal. Einmal, um Anok zu sagen, hey, hier Silden ist befreit. Dann einmal, um hier die Ruine das erste Mal zu betreten, aber zu merken, oh, hier fehlt ja noch ein Schlüssel. Dann das zweite Mal, um die Truhe wirklich aufzumachen. Und ich finde immer noch, dass er so halt schneller läuft irgendwie. Es sieht von der Animation her halt so aus. Weil er halt da auch einfach mehr mit den Schultern und der rechte Arm bewegt sich halt einfach mehr. Mann, was aber willst du? Schlussendlich ist es wahrscheinlich ein Rückschluss. Wir sind jetzt bei 12 Minuten. Und der Lichtzauber ist vorbei. Es ist auch nicht akzeptabel, dass der nicht skaliert. Also umso mehr altes Wissen man hat, umso länger geht der dann. Bin nicht ganz sicher, ob links oder rechts rum. Hier lang. Die Steine zeigen ja eh den Weg, aber es gibt halt unterschiedliche und ich würde jetzt schon gerne den Hauptpass wählen. Ich glaube, das ist der Nebenpass. Aber ist ja auch egal. Der Pass ist sogar noch ein bisschen schneller. Dann müssen wir nämlich nicht am Wolfsclan vorbei, sondern kommen direkt dort raus, wo der Trommler ursprünglich war. So, hier vorne kommt dann gleich das Trommlerlager. Und dann geht's rechts den Hang hoch. Nicht Rang, den Hang hoch. Und da sind wir dann bei dem Jagdlager. Ja, und dann mussten wir halt jetzt nicht diesen Bogen hier so hinten rumlaufen, sondern sind jetzt halt direkt schon an der Kreuzung zum Hammerclan. Genau, hier ist das Jagdlager. Und dann müssen wir hier vorne eigentlich nur dem Schild folgen. Also dem Weg hier.
Und müssen dann an der nächsten Biege in Richtung Feuerclan abbiegen. Ich glaube dann vorne links, weil wenn wir jetzt rechts gehen, dann kommen wir halt zum Hammerclan. Da dürfte aber eh nochmal im Schild stehen. Wolfsclan ist ausgeschildert. Ich glaube, Feuerclan müssen wir da hoch. Na, hier links unten lebt dieser alte, verrückte Alchemist. Ja, Wollnashörner sind auch relativ selten. Genau, Hammerclan ist ausgeschildert und jetzt geht's zum Feuerclan. Na, durch diesen Trick, dass wir da jetzt halt nicht nochmal ein Stückchen weiter rechts gelaufen sind und dann so rüber, haben wir halt auch hier durch diesen Weg da, haben wir auch ein bisschen Zeit gespart. Jetzt haben wir auf der Ahnenkarte zeigen. Ja, wir sind ja jetzt hier diesen Weg da gelaufen und sind nicht erst so rumgelaufen, ungefähr. Also das hat schon ein bisschen Zeitersparnis mit sich gebracht. Jetzt sind wir auch gleich wieder bei dem Grab, wo wir in der letzten Folge dann den Guru hatten. Ja. Ja, hier ist jetzt der Feuerclan mit zwei Dingern und das Kloster ausgeschildert. Und hier rechts war dann das Grab. Und da oben war dann, also nicht da oben, sondern halt diesen Vorsprung. Links in diese Schlucht rein, auf dem Vorsprung, da war dann halt das, was wir gesucht hatten, die Truhe. Und wir sind jetzt bei 16:41. Wow, hier war sogar noch das Feuer von dem Goblin, den wir zuletzt verbrannt haben. Und da oben ist dann jetzt auch der Feuerclan auf der rechten Seite zu sehen. Und wir haben es fast geschafft, es ist nicht mehr weit bis zum Kloster. Müssen nur noch einen Berg uns hinaufkämpfen. Es geht halt generell hier relativ bergig zu. Das sieht man ja auch jetzt hier gerade beim Feuerclan, dass der selbst auf einem relativ taktisch guten Punkt liegt. Generell die Clans liegen immer auf irgendwelchen Bergen, um halt da wirklich ein bisschen Überblick zu haben. Und hier links war auch ein kleineres Orklager. Da gab es eine Quest, mit dem man wo man mit jemandem das clearen musste. Ja, hier unten wäre auch noch ein zweiter Weg gewesen. Den hätte man benutzen können. Da wäre man dann halt ein bisschen weiter hinten rumgelaufen. So sind wir jetzt halt vorne rumgelaufen. Auch nicht der Rede wert. Und da oben sieht man es dann schon, das Kloster. Also wir sind fast da. Lernpunkte haben wir 44. Da können wir sogar noch die letzten beiden Sachen lernen. Wort der Herrscher, Quatsch, Waffensegen. Hier eigentlich auch eine Höhle. Hab nicht, ne? Würde auch gut reinpassen. Ist aber nicht der Fall, aber generell da vorne gibt es ja dann hier die Möglichkeit, irgendwo runterzuspringen. Das hatten wir ja das eine Mal gemacht. Hier im Prinzip. Und dann hatte man da unten auch noch ein weiteres Plateau. Ja, und jetzt sind wir schon beim Kloster angekommen. Nach 18 Minuten, die wir jetzt gelaufen sind. Von Ishtar, von da unten nach hier oben. Mit relativ zügigem Sprint. Und jetzt gehen wir noch schnell zur Innos-Statue. Innos! Ah, das ist vielleicht nicht. Joa. Dazu bin ich noch nicht bereit. Böses vernichten. Gewehr. Gewehr. Dazu bin ich noch. Normale Heilung, okay. Dazu bin ich. Hohoho, ho, ho, normale Heilung. Das ist voll viel. Okay. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Sachen hier gelernt. Meteor unter anderem und Waffensegen. Das bringt nichts. So nicht. So nichts.
kann man dann halt auf jede Waffe anwenden, zum Beispiel auch auf unseren Richtstab, und der ist dann halt geschärft und gesegnet, also macht dann 20 Schaden mehr. Es gibt dann halt noch die Möglichkeit, Waffen selber zu schmieden. Das haben wir ja auch gemacht, aber nicht jede Waffe kann selber geschmiedet werden. Und das bringt einen dann auch nochmal einen Bonus. Genau. Sagen wir mal 19 Minuten ungefähr. Wir haben uns ja ein bisschen hier aufhalten lassen. Manchmal Mobs gekillt und so. Und jetzt hören wir das letzte Wort von Innos. Du hast Großes vollbracht. Das Volk von Myrtana ist frei und die Orks sind besiegt. Der Diener Belias ist gefallen. Zuben ist tot. Ohne ihn wird die Herrschaft der Assassinen bald vorbei sein. Innos, ich habe deinen Willen erfüllt. Du hast in meinem Namen gekämpft und du bist siegreich. Nun gewähre ich dir einen Blick in die Zukunft. Danke, das wollte ich hören. Die königlichen Truppen und die Paladine werden wieder zahlreich werden und an Macht, Stolz und Stärke wachsen. Lee wird nun General der Armee. Seine starke Führung wird die zersprengten menschlichen Truppen wieder vereinen. Gorn bleibt in Gotha und wird die alte Burg wieder aufbauen. Es wird ein Zufluchtsort für all diejenigen sein, die der Krieg noch nicht ganz zerstört hat. Die Herrschaft der Orks ist zerschlagen. Nach dem Tod Robars des Zweiten besteige ich seinen Thron und werde selbst König von Myrtana. Die Überlebenden des Krieges kehren zurück in ihre Städte und Länder. Dem Königreich der Menschen blüht eine lange, friedliche Zeit. Ich habe Varant von der Herrschaft der Assassinen befreit. Saturas, der Wassermagier, führt die Nomaden auf eine lange Reise. Und sie folgen wieder dem Weg des ewigen Wanderers, wie es ihre Vorväter taten. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Mor'Azul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Lester hat endlich seine lang ersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Angar ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Varant. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher: Alles wird gut. Auch ein sehr schöner Musiktrack. Genau, hier geht es jetzt gerade um den Community-Patch 1.6, der ja wirklich relativ viele Sachen gefixt hat und das Spiel spielbarer gemacht hat. Und dann gibt es halt noch die Content-Mod, die dann zukünftig auch noch ein Thema sein wird. Und hier geht es jetzt, glaube ich, um die... Das ist jetzt das normale Gothic 3 Outro.
Genau, ist hier nochmal die Gegend von Ardea. Kleinere Orklager, was wir am Anfang auch gekillt haben. Faring. Die Brücke oben mit dem Pass. Das hier dürfte bei Silden sein. Sieht man auch die Jagdhütten im Hintergrund. Also das Jagdplateau. Jetzt kommen die verschiedenen Community-Patches-Versionen und wer da getestet hat. Warrant. Schöner Übergang. Chinesische Übersetzung, okay. Tschechisch. Englisch natürlich. Französisch. Ah, Al-Shedim sieht man da gerade. Hier nochmal das Randgebiet zu Monterra. Ungarisch, Italienisch. Polnisch natürlich. Russisch. Spanisch. Hier halt wieder die Trompeten so, ne? Von dem Königreich, was noch so hervorschallt. Genau, und jetzt das ganz normale Outro. Da wird immer an den Sascha Pirot erinnert, der scheinbar dann im Jahr 2006 verstorben ist und halt mit war halt mit dem Team von Piranha Bytes, deswegen haben sie ihn da gewürdigt, weil da auch das Spiel in dem Jahr halt rauskam. Gut, hier sieht man auch, dass das Outro dann die Community ein bisschen besser gemacht hat, weil es halt auch schärfer war und so. Und ich meine, selbst die Schrift ist hier ja nicht wirklich scharf. Entweder es soll halt so sein, dass es halt nochmal so nur so im Hintergrund so ein paar Bilder laufen, die man nicht wirklich scharf erkennen kann, so dass es halt so eine Vergangenheitsperspektive ist, was man alles durchlaufen hat. Aber man weiß es nicht, was sich dabei gedacht wurde. Zumindest ist das der finale Song von Kai Rosenkranz, der im Prinzip jetzt hier fürs Outro genommen wurde. Und eine ziemlich gute Wahl ist, weil er im Prinzip alles schildert, was man im Spiel so erlebt. Dass man halt wirklich die verschiedenen Etappen hat. Die Entwicklung, die Spannungen mit den Orks. Ne? Man erlebt halt auch diese Konfrontationen, in denen sich die Menschen halt befinden, weil sie halt versklavt werden und so weiter und so fort. Und auch diese Hilflosigkeit, weil dann halt die Magie verloren gegangen ist und dergleichen, ja. Und man selbst ist halt immer so tippeltappelpur auf der Suche nach Zardas. Dann sucht man halt die Artefakte Adanos. Und jetzt kommt halt gerade so der Hoffnungsschimmer im Lied, wo man merkt, okay, es geht wieder voran, es wird was aufgebaut. Außer man spielt jetzt natürlich als Ork und hat dann ein Lager nach dem anderen abgeschlachtet. Aber selbst Menschen unter den Orks haben ja es hingekriegt zu leben, ne? Die Ork-Söldner im Prinzip. Genau. Also hier das Orchester wird nochmal genannt, die zusätzlichen Leute, die beim Orchester dabei waren. Aber wirklich maßgebend ist halt hier Kai Rosenkranz zu erwähnen, der halt wirklich einen super Job gemacht hat. Bei den unterschiedlichen Tracks.
Das Bochumer Symphonieorchester war übrigens, waren dann diejenigen, die das alles mit vertont haben. Auch gerade für die Kampfmusik da in den Arenen, na, so Trommler da, die da die ganze Zeit voll heftig getrommelt haben. Das hört man ja auch in Game selber. Genau. Der Filmharmoniechor in Prag. Für diese Gesänge halt hier, die gerade zu hören sind. Die vor allem bei Vanguard verwendet wurden. Und auch teilweise bei den Ausgrabungsstätten. Halt auch generell, um halt die Versklavung da zu thematisieren und relativ gut auf den Punkt zu bringen, was halt damit so gemeint ist. Und wie sich die Leute, also es ist halt eine sehr, sehr tragende Musik, die halt wirklich die Stimmung wiedergibt, die dort herrscht, tagtäglich, was die Leute halt da so fühlen. Also es wirkt auf, es ist eine sehr gute Musik, die halt alles unterstützt. Genau. Was kann man bei Gothic 3 noch so spielen? Wie gesagt, man kann diesen Belia-Weg, also man hat halt diese drei Wege, Adanos bei Zardas, dann hat man Innos, den haben wir gerade gesehen, und Adanos, Belia, verdammt nochmal, also Innos, Adanos, Belia, ja, und Belia wäre dann halt so der typische Spielweg für einen Ork, für einen Assassiner, und Adanos kann man natürlich dann Nomade Wassermagier in Erwägung ziehen, oder halt generell, wenn man auch für Innos ist, aber sich dann am Ende für Zardas halt entscheidet. Klassisch könnte man für Innos noch als Paladin spielen und jetzt halt nicht als Feuermagier, wie ich es gemacht habe. Und man hat halt auch die Möglichkeit, erstmal die anderen Gilden in Aspekt zu ziehen. Also, dass man halt erstmal sich generell den Adanos-Weg etwas anschaut, zum Beispiel Druide wird. Und, oder auch, man kann ja von Anfang an zwar nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, das ist dann schon echt hardcore. Aber man kann auch nach Nordmar gehen und sagen, okay, ich schließe mich jetzt erstmal den Nordmar-Volk an. Wobei das Start da auch nicht so einfach ist. Gerade die eine Quest da, wo man 100 Erzbrocken demjenigen gebracht hat, um dann halt eine Rüstung zu kriegen. In der Zeit kann man sich die Rüstung auch kaufen, wenn man sich das Gold dort erfarmt hat, ja. Genau, das ist jetzt wiederum die Ruinenmusik, weil da wirklich dort eine alte... Also wie im Prinzip das Volk der Erbauer auch war, was im Prinzip auch in Gothic 2 vorkam. Das hat man ja in Jakendar gesehen, die zerstörten Ruinen und so. Das ist halt alles das Volk der Erbauer. Vor allem in Al-Shaddim sieht man das halt, weil dort die Karte auch vorhanden ist, wo man dann wirklich sieht, okay, das ist jetzt hier das Viertel der Totenwächter und das Viertel der Priester, Viertel der Heiler, Viertel der Krieger. Und das Viertel der Gelehrten, na, also die fünf Viertel gab es da ja. Und ja, ziemlich gut thematisiert. Ist auch ein sehr langer Abspann, muss man jetzt wiederum mal sagen. Es gibt dann halt noch Gothic 3 Götterdämmerung, was auch so eine Sache ist, die man nicht unbedingt spielen muss, weil Gothic 3 Götterdämmerung ist halt wirklich sehr politisch veranlagt im Spiel dann. Es geht dann darum, der Konflikt wiederum zwischen Menschen und Orks, weil da dann doch wieder was aufgekommen ist. Obwohl man hier ja eigentlich alle vernichtet hat, aber man weiß ja, also aus dem Blickpunkt von Götterdämmerung weiß Götterdämmerung ja nicht, welchen Weg man gewählt hat. Und bei Götterdämmerung haben sie sich dann halt dafür entschieden, einfach Zardas seinen Weg vorzugeben. Und Zardas seinen Weg sieht halt so aus, dass man die Adanos Artefakte zerstört, das Land verlässt. Und dann von einer unbekannten Sphäre aus die Welt beobachtet, mit dem Helden zusammen, also mit Zardas zusammen, der Zardas und Held. Und da merkt halt dann der Held, okay, das passt da unten noch nicht, ich gehe halt nochmal runter und mische mich da nochmal ein. Und Zardas stellt sich ihm halt dann in den Weg, will ihn aufhalten. Dann kämpfen die beiden gegeneinander und am Ende verlässt der Held das Schlachtfeld. Und ist aber auch vom Kampf vollkommen erschöpft, wacht dann halt wiederum auf. Nur in Myrtana spielt das Ganze. Und da hat man dann halt die unterschiedlichen Konflikte. Lee ist im Prinzip der Anführer von Menschen geworden. So gesehen vertritt so das Königsmäßige. Da geht man dann halt auch davon aus, dass Lee dann den König umgebracht hat mit dem Helden zusammen, was ja eine Option gewesen wäre. Aber wir haben ja auch gehört, dass der König sowieso gestorben ist. Kurze Zeit, nachdem wir
Mortana befreit haben. Und der Track ist auch sehr schön. Ja. Dann gibt's halt noch die Orks. Die werden jetzt von Taurus dann angeführt. Und dann gibt's halt Gorn, der Taurus halt die Stirn bietet. Und die Menschen halt aufsammelt. Und Lee ist halt derjenige, der sich so ein bisschen in Vanguard raushält und sagt, okay, die sollen sich doch die Köpfe einschlagen. Ich greife nur ein, wenn es ausartet, so ungefähr. Genau, hier sind dann jetzt nochmal die ganzen Danksagungen und alles dabei. Wie es halt immer so ist. Genau, goodbye and thanks for all the fish. Genau, und dann landet man direkt auf dem Desktop, also das ist ganz normal. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle recht herzlich von euch, von dem Gothic 3 Let's Play. Und wie gesagt, zukünftige Let's Plays, wenn es geht, als Livestream, ne, so dass es interaktiver ist. Und ich werde dann nicht mehr die Originalsachen spielen. Also es kommt jetzt halt noch Götterdämmerung Original und dann widme ich mich halt wirklich auch mal den anderen Sachen mit Mods halt, mit besseren Texturen und dergleichen. So dass man halt auch mal sieht, was die Community eigentlich noch so gemacht hat, weil es gibt ja teilweise wirklich Mods, auch Spiel, also die dann fernab vom Spiel spielen und dann irgendwie 200 Stunden Spielzeit haben und das ist halt wirklich schon eine ziemlich krasse Angelegenheit und das will ich halt alles noch irgendwie thematisieren. Zeit ist ja genug da, es ist halt immer ein relativ großes Projekt, was halt dann immer so am Wochenende aufnehmen stattfindet und dann tut man vorproduzieren und ja, fürs nächste Projekt wird dann jetzt erstmal wieder eine Vorproduktionsphase laufen, sodass erstmal wieder ein bisschen Ruhe auf dem Channel einkehrt. Novgorod wäre noch sinnvoll weiterzumachen, einmal eine Folge pro Woche oder so, das hatte ich jetzt gar nicht mehr gespielt, seit längerem. Und Gothic 2, die Buchvorlesung, wäre auch eine coole Geschichte, dass man da zumindest irgendwie 2 Folgen pro Woche bringt oder so. Das sollte sich eigentlich realisieren lassen, da es eh nur 20 Minuten pro Folge sind. Genau, und damit würde ich mich an der Stelle erst einmal recht herzlich verabschieden. Haut rein, euer Zardas.